Mein Gott, sind die nervig. So, jetzt alle Ruhe hier. Es geht mir nicht mehr auf die Nerven. Tötet ihn! Geht doch. Feuerball, komm noch. Betäubungsschlag reinsetzen. Da passt das schon. Dude. Wir hatten nur 8000 Erfahrung. Ist ja lächerlich. Können wir jetzt den Kleppner. Können wir jetzt den Kleppner rufen? Oh, du. Hahaha. Toll. Ziemlich einfach. Naja, ging so. Waren halt echt ziemlich zäh. Tritt in einen vordefinierten Kampf an. Okay, wenn wir es ruhen, würde ich sagen, rasten. Also, das ist doof. Ich hätte die Hand schon full life gegen die. So, was haben wir hier? Oh, die Spielhalle. Wir lieben diese Pixel-Art-Spieler. Sie erinnern mich an so viele gute Dinge aus meiner Kindheit. Ja, das ist mir definitiv eine Münze wert. Ich liebe Space Invaders. Wow, wow, was ist denn hier los? Als du die Münze anwirfst, erscheint schwarzer Rauch. Es kommt aus der Spielhalle. Der schwarze Rauch verwandelt sich in... Oh Gott, Space Invaders! Aha, wie süß! So, das waren auch keine Elite. Heißt, die kann man ganz einfach einfrieren und hast du nicht gesehen. Betäubungsschlag. Alter, 333 gekrittet. Das ist nicht gerade wenig. Alter, er hat's richtig gut drauf, ey. Die wohl richtig. Oh. Richtig anfällig gegen meinen Schurken, wa? Der krittet richtig gut, ey. Muss ich schon sagen. Respekt! Na, kritisch ich mit dich mal zu Ende hier, du kleiner. Die sind 183. Ach so, ja, durch die Reduzierung natürlich kann das sein. Das ist gut möglich, Alter. Wie er richtig krass auf die Fresse kriegt. Patsch, 184 nur. Schade. Okay, keine 330. Das war wohl eher ein Zufall. Das werden mir meine Freunde niemals glauben. Ich muss ihnen alles haargenau erzählen, was wir erlebt haben. Quest dann. Der schwarze Rauch hat sie wieder in den Spielautomaten verzogen. So, Level up für meinen Barbaren. Er ist auch schon Level 35. Hat schon also gut aufgeholt, die Level. Ah, den Schaden erhöht er um 1,5. Ah, ob mir das so gefällt, weiß ich nicht so unbedingt. Aber gut, lassen wir das mal so. Keine Mission mehr. Da hinten, ne? Ja, aber auch 100% wunderbar. Und dann gehen wir zum Vergnügungspark. Was uns da wohl erwartet? Ritter vom Nie, schon wieder? Mein Gott, ihr habt ja auch nichts Neues auf Lager, oder? Lass uns zurückgehen. Fürs Erste ist unsere Welt wieder sicher. Vielleicht können wir ja mehr über diese Ritter herausfinden. Du hast recht. Nabe Gwill hält wertvolle Informationen für euch bereit. Aber zuerst müsst ihr nochmal durch das Portal gehen. Nervt das. 6 Ritter vom Nie wieder, Alter. Könnt ihr mal bitte neue Quests einbauen? Das ist langsam langweilig. Langsam ist das ziemlich öde, immer wieder den gleichen Schrott zu lesen. Mal ein bisschen Bedrohung erhöhen. Aua. Kacklappen. Ja, glücklicherweise heilt sich mein Schurke so. Ohne dass ich danach helfen muss. Vielleicht hätte ich noch anderweitig nachhelfen sollen mit dem Schwächen. Ah, das passt schon. Mach was halt jetzt. So, dann könnte man sogar töten schon. Ja, den kann man schon töten.
Kann man sich anderweitige Angriffe sparen. Ja, das war's mit drei Rittern von nie wieder gewesen. Die haben dann nichts mehr zu melden. Na komm, einmal vereisen wir den noch und jetzt kann man den zu Ende out-tacken. Tod, bei Tage 1071 sind wir schon angelangt. Ein Aluminium bringt drei Initiative, nicht schlecht. Und nochmal drei Ritter von nie. Dann haben wir es endlich hoffentlich geschafft erstmal. Ruhe vor den Mistbiestern. Hoffe ich mal. Ganz stark. Und irgendwie hoffe ich langsam auf ein Ende. Na gut, warten wir mal ab. Aua. Au. Mein Licht ist fast tot. So, der heilt sich mal so. Der heilt. Oder der haut mit einem Doppelschlag drauf, einen Betäubungsschlag drauf. Der heilt sich übel. So, und dann werden wir wieder komplett wiederherstellen fast. Ja, wir haben komplett wiederhergestellt sogar. Ihr sollt mich angreifen, bald nochmal. Ist das so schwer? Keine Ahnung, nur mich. Nur mein Paladin. Ah, fast getötet. Da fehlt noch ein minimales bisschen. Ah, minimales bisschen. Mana zu verschwenden wäre dafür doof gewesen. Hoppla. Na gut, vereisen kann man den sowieso. Der kam glücklicherweise nach und nach uns dran. Magier hat schon wieder so viele Mana-Probleme. Mann, Mann, Mann. Ich dachte jetzt Magier, er sollte doch damit klarkommen. Ein Green Up, was haben wir hier? Level Up. Na, wir nehmen den Schwächen Zauber mit. Klasse! Los geht's, EP-Verteilung. Werden die Stärke, dann will ich mir das so ein. Steamensen, reise an einen bestimmten Ort. Schnell, bevor uns alle einen Wirbel kassiert. Wir verstehen eigentlich gar nicht, wie sich die Dinge auf diesen Realitätsebenen zutragen sollen. Mir ist immer noch ein bisschen schwindelig. Ja, ich wollte doch zu diesem Team singen. Lass mich doch mal. Ganz ruhig hier. Pen and Paper Typ. Ja, 2000 Gold haben wir mittlerweile wieder. Kann man ein bisschen was craften. Hier vielleicht meine Mine mal ganz kurz anhalten. Den Stein hier abhacken. Mein Choker hat außerdem noch Level. Ja, gehen wir einfach wieder die passive Fähigkeit dazu, warum nicht? Kann nicht schaden. So, hier haben wir dem Typen ja sein komisches Rohr zurückgebracht, oder? War das nicht das? Genau, hier war er gewesen. Erstmal gucken wir uns aus. Dass unser Paladin volles Leben und volles Mana hat. Und dann kann es weitergehen. Rasten, so. Uff, da wären wir. Nape, wir haben ordentlich was erlebt. Wir haben eine riesige Horde in der Niesagender Rittermusik. What the fuck? Ja, was ist denn hier los? Mordalegger, das ist hier los. Morder, was? Mordalegger, der schwarze Ritter und seine Anhänger, die ständig nie sagen. Vielen Dank für diese Information. Das Geschreibt uns fast die Ohren ruiniert, verdammtes Geplärre. Ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich bin der Konstrukteur der Portale, aber Mordalegger hat das Projekt gestohlen. Er war nicht mal so anständig, wenigstens ihre Farben zu ändern. Wenn der König verflucht wurde und Mordalegers Schergen bereits eine Invasion versucht haben, sie werden bald zurückschlagen. Jetzt ist eure Zeit gekommen. Ihr müsst ihnen zuvorkommen und euch zu ihrer Höhle begeben. Aber in welche Richtung sollen wir gehen? Na, wo müssen wir hin? Geleitet jemand sich an sein Ziel, unterhalb dafür mit gewisser Wahrscheinlichkeit Ausrüstungsgegenstände auf der Reise kommt es zum Kampf.
Ich werde euch ihre Basis zeigen. Ich bin dabei. Lass uns gehen. Wir müssen den NN überreiten. Wenn jetzt die richtige Zeit zum Zug schlagen ist, dann müssen wir diese Gelegenheit beim Schopf begreifen. Macht euch auf den Weg zur Höhle des sofortigen Todes. Die ist ja gleich hier. Glücklicherweise müssen wir nur zweimal kämpfen. Und auch wenn die relativ schwach sein sollten, ja. Eigentlich überhaupt kein Problem. Wir sind glücklicherweise ziemlich schwach. Und wenn mein Paladin mal kritten würde, dann wäre das echt geil. Aber der hat wohl gerade keine Lust zu kritten. Der hat das vorhin schon alles aufgebraucht. Jetzt muss er nicht mehr kritten. Tschu! Ja, wieder kaum Erfahrung bekommen. Die Zeug, die Dinger sind ja nutzlos. So, was haben wir hier noch? Ein paar, keine Ahnung, Fleischmozositäten, hast du nicht gesehen? Ein Zombie. Das habe ich zweimal fahren. Das ist ja super clever, intelligent gewesen. Mann, Mann, Mann. Das eine hätte ich mir echt sparen können. Egal, Doppelschlag. Tot ist das Mistbiest. Zwei Kristalle haben wir wieder hier. Ey, könnt ihr mir bitte aufhören, mir so viel Schrott ins Inventar zu geben? Schlimm genug, dass hier jetzt das ganze Abfallprodukt hier mitnehmen muss für den Schmied. Das kommt ihr auch noch und gibt mir die ganze Zeit Items ins Inventar. Ich glaube, ihr spinnt er fast voll das Inventar, aber klar. 13 Magie, okay. Ha! Hab ich irgendwo Inter zu? Anscheinend nicht. Okay. Oh, plus 5% Fertigungserfolg. Habe ich das schon mal angelegt gehabt? Weiß ich gar nicht. Glaube schon, doch. Das ist gut möglich. So, was haben wir denn hier so Schönes? Wo sind sie? Der Eingang ist irgendwo hier. Macht euch auf die tiefste Höhle der Verderbnis gefasst. Die Rama-Höhle. Habt ihr mich vermisst? Da ist der Eingang. Ich erwarte draußen. Jetzt ist die Zeit zum Zuschlagen. Aber sie sind immer noch stark. Seid ihr bereit? Von Geburt an. Dann lasst mich eine neue Falle für euch vorbereiten. Haha. Okay, viel Glück. Macht's gut. Quest dann. Wieder massig Erfahrung. Stufenaufstieg. Ja, komm, brauchst du gar nicht so rumbrüllen hier. Level 20, der Feuerball. Level 65. Alter, ihr habt doch einen Arsch offen. Was gibt's denn hier so Schönes? Eigentlich nix. Anscheinend geht es noch weiter. Gehen wir mal Burg Abendlicht. Auschecken, was es da so Schönes gibt. Denn ich möchte mal wieder ein bisschen was verzaubern. Und ein bisschen was verkaufen. Weil fast alles einfach nur Schrott ist. Crit kann weg. Den Hufeisen behalte ich aber. 15 Magie kann weg. So, und die Äpfel bleiben auch noch. Gibt es hier irgendwas Neues zum Kaufen? Ich glaube nicht. Das ist immer noch der gleiche Schrott wie vorher. Schade allerdings. Schade, schade, schade. Gut. Ja, ansonsten gibt es ja nichts. Schmied, wo bist du? Da bist du. Wir könnten den Kleriker upgraden, den Magier. Einmal die Robe und einmal seinen Stab. Wir könnten den Schurken upgraden. Die Rüstung jedenfalls. Der Bar-Dings braucht überhaupt gar nichts. Regeneration HP braucht er auch nicht, der Barbar. Gut. Würde ich sagen, stampfen wir ein bisschen den. Obwohl, ja, immer erstmal den Schurken nach oben. Der wird bevorzugt behandelt von mir. Ich weiß, unfair, aber so ist das halt nun mal. So ist das im Leben. Da ist der Schmied gewesen. So, Schurke, komm mal her hier. Zauber mal dein schickes Kleidchen nach oben. 396, Yay! Super. So, jetzt muss ich wieder. Gut.
Der hat es angelegt. Das kann er wieder umlegen zu dem hier und dem hier. Was habe ich denn für einen behinderten Drecksring? Arena Energie plus 8 TP? Sicher, dass ich das immer hatte? Hätte ich lieber ein anderes Item genommen. Gut, was haben wir denn ja sonst Schönes? 45 TP, 9% Crit, körperlich Widerstand. Alles klar, immer. Tauschen wir das aus. Der kriegt doch nicht so ein 8 TP Scheißding hier, das kannst du vergessen. Kriegt der gerade 9% Crit dazu, dann passt das schon. Dann kann das aber verkauft werden. Ja, jetzt hat er 43% kritisch, der hier hat 44%, also im Vergleich. Aber macht wesentlich mehr Schaden, oder? 90 bis 110, der macht 85 bis 103. Ja, aber er heilt sich halt wirklich gut. So, der Magier war es, glaube ich, gewesen. Der kriegt das Zeug an. Das sollte sich ja nicht großartig ändern. Schmied, die Schleifstunde kann man mal abgehen, die 6 Stück. Die bringen zwar kaum was, aber nehmen wir trotzdem mit. Zauberstab, 3 Angriff, 30 Magie. Ja, nice. Wunderbar. Ja, ein bisschen geht's nach oben, also wirklich minimale Stücke. Der Stab sieht wirklich gut, dass der als nächstes kommt. Und die Magie holen wir noch ein bisschen nach oben. 15 dazu. Ist auch wunderbar. Die Items sehen richtig gut aus. Fleischhammer, gut, der Paladin greift eh nicht an. Den kleinen Schild könnten wir aber upgraden für den Paladin. Magier. Zack, zack. Paladin. TP, TP, TP. Nochmal TP. Hauptsache, das Würfelergebnis wird hier nicht weggenommen, falls ihr überhaupt ein Item habt mit Würfelergebnis. Ansonsten passt es auch. Paladin. Plus 10 TP, der kriegt ein bisschen Wert-TP. Angreifen tut er eh nicht. Der Rest hat sich eigentlich. Ah, gut, höchstens der noch, aber. Das ist egal. Oh, sieht schon mal gut aus, der Schild. Aber jetzt habe ich kein Gold mehr. Für 396. Oh, Turmschild, das sieht richtig episch aus. Richtig episch. So, eine Ausrüstung für den Paladin. Der kriegt sein Zeug wieder. Und ich will mein Zeug wieder haben. Vielleicht hätte ich mir beim Händler auch was vorher kaufen sollen. Bevor ich das benutze. Gibt es ja auch noch. Ja, gibt es wirklich viel Zeug, keine Attribute. Zum Beispiel. Nein, das auch nicht. Irgendwo gab es ja mal weniger Schmiedekosten, soweit ich weiß. Reisekosten, permanenter Effekt, 4 Gold, EP, 30% EP-Verlust der Zielkontrolle. Gut. Naja, ansonsten. Ich weiß nicht, was dieser Mindestdauer heißen soll. Mindestdauer zum Listeneintrag von Gegenständen. Plus 16 Mindestdauer. Ach, keine Ahnung. Falls es einer weiß, kann er ja mal gerne sagen, was das heißt. Aber ich suche die ganze Zeit irgendwas. Irgendwas gibt es das Ding hier mit Schmied, oder? Die Reisegeschwindigkeit auch noch. Mein Mann. Was haben wir hier? Ein Angriff, 5 Magie. Reisekosten weniger und dafür Reisegeschwindigkeit höher. Ja, den Meister können wir auch mal austauschen. Ansonsten war es das auch hier erstmal. Puh, 10 Initiative. Also gibt es kein schlechtes Zeug, aber ich benutze das selten. Keine Ahnung, ich mag es nicht unbedingt. Ja, ansonsten würde ich erstmal sagen, ruhen wir jetzt noch ganz kurz aus. Und machen danach eine Pause, bevor es hier weitergeht, bis zur nächsten Quest. Stimmt, die war woanders. Die war da hinten bei der Höhle des sofortigen Todes. Ja, ich würde sagen, Level 65, wenn ich es schaffe. Ansonsten müssen wir ein bisschen trainieren gehen, aber das alles in den nächsten paar Parts. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, euer Dark. Ciao, ciao.